Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Karte auf dem Marsch. Wir werden mal gucken, was heute machen wir. Schauen wir mal kurz den Überblick. Aktuell haben wir 18 Fahrweise zum Düngen. Wir werden noch. Die 25 geht auch noch nicht. 13 auch noch nicht. Die 12 ist frei drauf. Ich glaube. Nö. Den so auch nicht. Voll von 12 drauf. Machen wir ein Pikal oder sowas. Die will noch wirklich noch. Pikal. Aha, Pikale. Gut. Wäre was anderes vielleicht besser gewesen, aber gut. Gedüngt ist auch voll. Okay. Das passt. Dann können wir uns. Ja. Schau kurz gucken. Mission. Mission. Düngen gibt neue Missionen auf die 41 und die 4. Das werden wir gleich machen. Das heißt, 41 und die 4 Düngerfahrzeuge. Wo haben wir die? Nicht da, wo sein soll. Ja, doch, einer ist hier. Gerade voll gemacht. Den schicken wir gleich los, Richtung Feld 4. Hier ist voll. Ich habe den Mod rausgenommen, den realistischen Gewichten. Das heißt, sollte er die Berge hochkommen. Beziehungsweise die Deiche. Hier. Schauen wir mal. Wir fahren mal Richtung Straße. Dann brauchen wir hier die ganzen Siedlungen anfahren. Umfahren. Da werde ich auch noch ein bisschen was im Augreife machen mit separaten Kursen. Denn. Die müssen sich ja nicht quälen, ne? So, Holz machen wir aktuell nicht. Ah, ja genau. Dann schicken wir den mal auf Feld Nummer, warte mal, 64. 41. 41. Festfährt. So, das ist nun. Wir müssen mit ihm runterfahren. Beziehungsweise den hier. Wir haben noch einen zweiten. Dritten. Der dritte ist viel interessanter für uns. Da hat sich jemand festgefahren. Seemaschine, Dünger, der Wiese. Den wollte ich haben. Feld 41. Hier scheint er klar zu kommen. Nein. Ja, die fahren beide. Aber auch. Gut, der wird eine andere Runde, das macht aber nichts. Indessen schauen wir mal, was noch geht. Tiere sollten genug haben, da hatten wir gerade gemacht. Das ist unser Sägewerk. Sägewerk füllt Holz. Das heißt, gut Deutsch, wir müssen Holz machen. Beziehungsweise wenn sich daran zoomen, dass wir unsere Fahrzeuge erkennen können. Hier müssen wir uns einladen.
wenn was da ist. Wir haben was zu liegen. Das heißt, aufladen. Der Fahrer hat sich festgefahren. 4, der fährt. Ja gut, das Ding war mir klar. Das habe ich vergessen. Scheiß. Kurz Pause. Einklappen. Und weiterfahren. Indessen wird der bald da sein. Beziehungsweise er ist da. Das heißt, ich kann ihn gleich anlassen. Wir fahren mal rüber aufs Feld. Wohl lieber eigentlich, naja, das sind wir nicht auf. Wir werden mal ein paar so starten, ohne es zu speichern. Kursgenerierung, so viele. Vorgewände machen wir. Links herum. Von Düngersteuer ist die Gefahr nicht so groß, dass er fest wird. Also den Bereich, wo er fährt, ja, ihn zerstört. So 41 ist ja auch am Arsch der Welt. Und wo fährt er jetzt genau? Ach je. Na, da wird noch ein bisschen dauern, braucht noch hier. Dafür arbeitet der schon mal. Und hier können wir ein bisschen Geld verdienen. Deswegen haben wir bei der Auszeit auch keinen Dünger eingearbeitet. So können wir nochmal Geld verdienen. Weil garantiert beim nächsten Wachstum wird wir Düngen fällig werden. Wenn wir dann hier fällig sind, kaufen wir das Feld. Aber erst kassieren wir ab. Mit Düngemission. Aber dann behalten wir das Feld auf, wir werden es nicht mehr verkaufen. Irgendwo haben wir uns festgefahren. Das ist hier ein. Ja, ist hier irgendwo. Hier ist irgendwas. Ja, ein dicker Baumstumpf. Müssen wir mal fräsen hier. Gut, der ist fertig, der ist voll. Beziehungsweise. Ja, der ist voll. Wir fahren mal zum Sägewerk. Unsere Paletten. Habe ich Timer nicht aktiviert? Dann muss ich aufpassen. Also nicht über Ziel. Das wäre ja nicht so schön, ne? Mein Ziel ist ungefähr 20 Minuten. Konstante Länge. Ja, wenn es mal sein muss, weil die Arbeit das so erfordert, kann es auch ein bisschen länger werden. Aber so allgemein 20 Minuten als grober Richtwert. Ich denke mal 20 Minuten haben wir alle Zeit. Geht ja um die berühmte. Na, für YouTube da. Die Berechnung der Empfehlungszeiten. Also, irgendwas ist da, je länger die Videos sind und kürzer geschaut wird und mehr Kommentare. Also, irgendwie ist da was berechnet. Und wird dann empfohlen auf der Startseite. Natürlich ist der Wert, wenn besser ist, natürlich gut, ne? Besonders am Anfang, wenn man noch keinen festen, also keinen großen Standfest hast, also der kleine, den ich jetzt schon habe, nochmal danke dafür. Fürs fleißige Reinschauen.
und liken und kommentieren. Immer wenn was anliegt, reinschreiben. Ich versuche das immer zu realisieren. Nach Möglichkeit. Ja, hier haben wir eine Ehrenrunde. Wenn wir rumkommen, glaube ich es noch nicht. Da ist ein Tor. Siehst du, da können wir noch irgendwann mal hier. Aber das mit Terraforming oder hier mit dem Zeichnen der Strukturen und also Straßen anlegen und so. Das werden wir machen, wenn wir Zeit haben. So. Jetzt können die wieder arbeiten, die Jungs. Wäre ja schlimm, wenn wir nicht arbeiten können. Also Sägewerk ist zurzeit das einzige Mittel, das wir uns Geld verdienen können. Schmeißt das eine Holz hier raus. Ja, will nicht. Ups. Das ist Timing. Gut. Dann können wir gleich hier mal den Kurs. Kursgenerierung machen auf die 41. Das Schimmelrote Feld. Nur aktuell wissen wir weg von unserem Wetter. Ansonsten schön. Aber später, wenn wir in der Nähe kommen, die 45 oder 42, kann man sagen, okay. Könnte man kaufen. So, zwei Runden. So, für eine Höhe hier. Berechnen lassen. Kann man auch so machen, ne? Also, berechnen mal den Feldkurs. Sieht viel besser aus. Gut. 20 Minuten, naja, immerhin. Ach, der LKW ist ja schon da. Das ist Hof. Das war der Hof. Ja, das will nicht. Ich dachte, jetzt, na, jetzt geht er, oder? Jetzt? Ah, ist egal. Dann nehmen wir den mit. Beim nächsten Mal. Wahrscheinlich ist er nicht in dem Bereich, wo er abkippen kann. So. Innenansicht. Fährt sich ein bisschen besser. Heute ist wieder eine Tunkelgleise hier. Komplett LKW. Müssen wir kurz wieder einstellen. Das scheint immer ein bisschen anders zu sein. Von Umwelt. Ja, das kann man hören, ne? Ups. Das Flackern ist, man kommt man deswegen, also links und rechts gucken. Wenn ich auf einer Monitor schaue, die Werte schon. Da ich ja hier Eye-Tracking verwende. Also ich steuere die Sicht mit den Augen im Prinzip. Ist eine Sache der Gewöhnung. Ja, muss man nicht haben. Also, es geht auch ohne. Brauche ein bisschen Ressourcen vom Rechner. Prozessormäßig. Ungefähr 15% zeigt er von dem an. Bis man einen schwachen Rechner hat, würde ich dann nicht empfehlen, dann noch zum Massen nehmen. Aber wer es haben möchte, ist nicht billig. Ein Teil beim Monitor aufnehmen. Wer also einen geschwungenen Monitor hat, da würde ich ihn empfehlen. Weil da kann man irgendwie nicht festkleben. Ich habe es zwar auch nicht am Monitor, ich habe es extra. Weil so weit weggucken geht auch meist nicht. Von Fernverkehr.
Grundzahlung, also auch ein Drive. So, mitnehmen, mitnehmen. Ja, die Vögel man sieht auch wieder. Also 14:02 Uhr. 5-fache Geschwindigkeit. Morgen wird sich entscheiden, ob das Mais gewachsen ist. Das sind dicke Stämme. Hauptsache, ich fahre nicht fest. Ist schon passiert. Wo hängt er? In den Bäumen. Ist schlecht. Ja, wir haben ihn. Ja, das ist er nicht. Ich meine, man könnte auch ohne das Ding spielen, aber wenn man es ehrlich sagt, dann wird man nicht mehr verdienen. Sieht man Strom? Von Boxen? Mehr wollen wir. Ja, so ein LKW ist im Wald nicht geeignet. Ist ja halt so, ne? Aber wenn man reinfährt, hat man sich schon, ne? Dann wird das nicht vorne aus. Muss man höchstens zurückfliegen. Anrichtung hoch und besser. So, also den Spiegel hier auf. So. Schnell von der Beifahrerin reingesprungen. So. Haben wir Glück gehabt. Und mal gerettet. Und da zu gehen, aufladen. Das war halt nichts. Wir müssen noch pflanzen, das ist ganz wichtig. Das wir in diesem Jahr noch pflanzen. Denn Bäume wachsen bei Season sehr, sehr langsam. Das sollte jedem bewusst sein, wer Season spielt. Man möchte Waldwirtschaft betreiben. Ich meine, die meisten Karten haben eh genug Bäume, also von daher ist es. Also hier sind auch genug Bäume, also wenn wir jetzt keinen Wald anpflanzen würden, ja gut, dann wäre das so, ne? Dann wird es auch gehen, aber... Zumal ja, ja, zeitlich gesehen, ein Jahr ist nicht lang in dem Sinne, ne? Also und der neue LS, dann ist das das alte, ja, Geschichte. Obwohl ich mir da auch nicht ganz sicher bin. Aber mal schauen, was die alles so reinbringen. Denn die müssen ja irgendwas anbieten,
wo man im Prinzip sagen würde, ach ja, wo man sich steigern könnte, ne? Also Steigerung in dem Sinne, immer mit einer neuen Frucht, reißt uns keine mehr aus dem Winterschlaf, ne? Dafür gibt es ja eigentlich genug Früchte, die aus dem Mod-Bereich kommen, also da. Wie gesagt, für mich wäre eine gute Errungenschaft, diesen gleich mit drin zu haben. Und zwar so, dass es auch bei den Tieren im Prinzip vom Alter her auch zu erkennen ist. Also dass man zum Beispiel, wenn man Kälber hat, man erkennt, ach, das sind kleine Tiere, die kann man jetzt auch erkennen. Oder Ferkel oder andere Tiere halt. Ne? Also für mich macht das keinen Unterschied, wenn ich jetzt Ziegen noch hinzukommen will, zum Beispiel Ziegen oder Schafe, und Schafe haben wir ja schon. Das ist nur eine reine Optik, ansonsten, na gut, man wird keine Ziege schoren, ne? Außer die Kaschmir. Ziegen, die werden gibt es ja eigentlich. Na gut, aber ansonsten Tiere wird nicht viel. Naja, jetzt ist ja so, dass man die Kühe oder die Tiere, die männlichen Tiere, auch heute haben. Das wäre dann in dem Fall ja gut, wenn das nicht so wäre. Ne? Also eine Kleinigkeit. Musst du halt ein bisschen kleiner machen, ne? Oder auch nicht, wenn sie dich wollen, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung. Aber eben, Tier ist halt ein Tier, ne? Das ist halt alles vorhanden. Sollte man ehrlich sein. So, das zum Thema Seasons. Was man sich wünschen könnte. Nicht gerettet. Berg unterlegen, wo bist du? Kriegen wir das gerettet? Glaub nicht. Ich habe zwar den Mod drauf, Tja, da zieht Uhrzeit. Ha! Wir haben es zu Ende. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Schüsse wegen Winkel. Man hört und sieht ihr vielleicht zur nächsten Folge, heute oder morgen. Tschüss!